Hallo und herzlich willkommen bei diesem Champions League Spiel und dem neuen Pop-Ups aus dem EEP. Die New Champions League Dinge sollen wohl funktionieren und es sieht eigentlich schon ziemlich geil aus, oder? Es ist das Rückrundenspiel in der Champions League. Wir sind auf Platz 1, Juventus ist dicht hinter uns. Ein Sieg gegen Juventus könnte uns den Abstand sichern, aber wir sind definitiv eine Runde weiter. Und den kennen wir doch noch, den guten Mandzukic, der jetzt bei Juventus ist. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wie ihr die neuen Anzeigenboards und die Pop-Ups findet. Wie gesagt, habe ich im EEP. Ich glaube, da sollte eben gerade was kommen. Ist, glaube ich, nicht aufgeploppt. Da gab es vielleicht schon so einen kleinen Fehler, aber ist egal. Wir schauen mal. Und ich würde auf jeden Fall gerne euer Feedback haben zu den Pop-Ups. Hier seht ihr es nochmal, wie das rüberkommt. Ich finde, das sieht sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Okay, Tachtidis ist doch so ein bisschen schlecht zu sehen. Es ist auch eine ganz komische Formation. Und ja, ich muss auch wieder auf Reserve zurückgreifen, denn beim letzten Spiel, also der komplette Kader war einfach nur komplett am Ende seiner Kräfte. Und 3 Tage haben halt einfach nicht gereicht, damit die Jungs wieder fit werden. Deswegen musste ich viele... Oh, Mats Hummels bei Juventus. Ja, Alaba bei Juventus. Ey, was geht denn ab? Das ist doch wohl ganz was Scharfes. Ja, wie gesagt, ich werde euch das Beste wieder zusammenschneiden und nicht vergessen, Feedback geben zu den neuen Pop-Ups und auch zu den Scoreboards. Ich würde sagen, dann geht es los. Spiel Hamburg gegen Juventus. So, und das ging irgendwie gerade ein ganz komischer Quatsch. Alaba wollte den jetzt hier noch wegholen, hat ihn aber nicht und hat ihn, glaube ich, irgendwie Hand genommen. Und jetzt gucken wir mal. Ach ja, Buffon, der heftigste Torwart nach Manuel Neuer. Hui, haben wir einen Schritt zu viel genommen. Alaba trickst uns aus. Was geht hier ab? So, Juventus versucht es jetzt. Ferrati, der ja bei PSG, glaube ich, gewesen ist. Und jetzt Pereira. Ui, Flachdimos dann aber mit Ja, unser Mann. Ah, Holpi kommt nicht durch. Ja, müssen wir gucken, dass wir weiterkommen. Aber dann haben wir auch schon wieder den Ball und lassen das Ding hier mal ruhig über die Bühne gehen. Ja, und wie ich eben gerade gesehen habe, ein Khedira, der ist auch bei Juventus. Er hat, glaube ich, ein neues Face bekommen. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Jetzt mal von der anderen Seite. Ja, die Nummer 16 soll das machen. Ach, es ist Tatidis selbst. So, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen weiter außen. Ja, es war zu weit innen. Oh, oh. Khedira konnte da gerade noch eingreifen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Mandzukic bestimmt mit dem Konter. Aber Ekdal kriegt den Ball unter Kontrolle. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, alles gesichert. Ja, und hier von dem jungen Mann ist nicht viel zu sehen. Er versucht es mal. Deswegen haben wir ihn ja jetzt auch mal reingeholt, damit sie auch mal ein bisschen Spielpraxis bekommen. Auch wenn diese Saison die letzte ist, die wir hier mit FIFA spielen. Aber kann man ja mal versuchen, ne? Oh, schönes Zusammenspiel, Yusuf Paulsen, aber der spielt denn dort einfach diesen angeschnittenen Schuss. Und das ist natürlich für einen Buffon ein leichtes, den rauszuholen. So, Miranda jetzt mal auf Leitner. Leitner schießt, aber auch das ist wirklich kein Grund für Buffon ins Schwitzen zu geraten. Und Strauß da wieder sehr gut im Zweikampf, auch wenn er sich jetzt den Ball jetzt nicht holen konnte. Aber meiner Meinung nach immer noch einer der geilsten Innenverteidiger, die wir uns daran gezüchtet haben. Der wird noch ein ganz großer. So, jetzt sehen wir mal hier die Pässe, Statistiken. Ja, Juventus. Und können wir uns jetzt... Ach, Miranda kommt da nicht gut in den Kopfball. Ist ja auch ein ganz kleiner. Aber trotzdem, wir machen ganz gut Druck. Juventus kann nicht so gut die Bälle zusammenspielen. Das Aufbauspiel wird hier schon kräftig gestört. Und
wir müssen ja eigentlich auch keinen großen Druck aufbauen. Wir haben ja alles sicher, wir sind ja auf Platz 1, aber ich denke mal, Juventus versucht hier noch den Gruppensieg rauszubekommen. Ja, da war schon mal wieder eine gute Situation. Mandzukic, wie gesagt, immer ein Gefährlicher. Da sucht man auch immer seinesgleichen. So, wieder Yusuf Paulsen. Yusuf. Zitraoué. Oh. Und was ist jetzt? Jetzt gibt es da 11 Meter. Was ist passiert? Das konnte ich so schnell gar nicht sehen. Leider gibt es da wohl auch keine Rückblendung. Also können wir es nur erraten. Und natürlich, Traoré wird den Elfmeter schießen. Kurz vor der Halbzeitpause wäre das sehr gut, wenn er jetzt hier treffen würde. Ich versuche mal oben ins linke Eck. Das ist auch wieder so scheiße. Ich weiß nicht, wieso die immer so scheiße spielen und wieso Buffon dort sich nicht mal geregt hat. Ja, wir schauen nochmal. So präzise war der gar nicht gewesen. Ich denke einfach nur, er war bombenscharf gewesen. Aber... ich weiß nicht, perfekt, sieht auf jeden Fall anders aus. Und ich versuche den eigentlich oben immer ins Dreieck zu bekommen, aber ist irgendwie nicht möglich. Gut, somit steht es dann 1:0. Wir können wieder uns gemächlich zurückfallen lassen und Juventus kommen lassen. Und ja, schauen wir mal. Ich denke mal, das sollte noch ganz gut ausgehen. So, jetzt müssen wir uns auch mal den Ball hier holen. Ja, Moreno geht da mal ganz hart in den Zweikampf, aber alles ganz fair, hat den Ball berührt. Ah, das war von Pereira, den ich glaube ich in meiner Mannschaft, glaube ich im Foot oder so habe, auf der Xbox. Ich müsste mal ganz kurz gucken, weil er kommt mir halt immer noch bekannt vor. Hier sehen wir nochmal den doch recht mittelmäßigen Schuss von Traoré, aber Tor ist Tor. Da brauchen wir uns gar nicht drum zu streiten. Und bis jetzt läuft alles schon so ein wenig, wie wir uns das erhofft haben. Und dann ist die erste Halbzeit auch rum. Ich denke mal, das Ding werden wir gut zu Hause rankriegen. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir sollten nicht zu überheblich werden. Aber wie sieht es aus bei Wolfsburg? Wolfsburg immer noch 0-0 gegen RS Anderlecht. Kann ich irgendwie nicht verstehen. Menschenskinder, da sind die Wolfsburger doch eigentlich klar im Vorteil. Und wie ihr seht hier, die Jungs sind alle zum größten Teil, alle nur bis zum Dreiviertel gerade mal in Topform. Und, aber ich würde sie bis jetzt noch lassen. Das Spiel läuft recht gut und wir sind in der zweiten Halbzeit. Auf geht's. Oh, ich bin von allen Socken. Ich bin von allen Socken. Ich habe einfach mal mit Yusuf Paulsen abgezogen. Guckt euch das an. Da ging der Schuss hin. Yusuf dreht sich. Zieht einfach mal ab. Ich denke, der geht vorbei. Und Buffon dachte auch erst, na. Und dann kommt er nicht mehr ran. Alter Schwede. Das ist das Tor, glaube ich, des Monats von Hamburg. Also was für ein geiles Ding. Das ist, da bin ich erstmal richtig geflasht. Und, boah, einfach nur, boah. Ja, und das nächste Spiel habt ihr oben vielleicht, ja, habe ich ein bisschen spät gesagt, aber das nächste Spiel ist gegen Dortmund. Und das könnte noch interessant werden. Uiuiui, der Leitner hat es nochmal geschossen. Da wurde nicht abgegeben, wie es eigentlich gewollt war. Aber gut, wir können uns auch mal sowas ganz kurz leisten. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, ne? Dass wir nicht allzu viele Schlenker reinkommen lassen. Hier versuchen wir nochmal. Ja, wir können ihn gut wegköpfen. So, jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne wieder. Aber dann sind die Jungs von Juventus dann auch gleich wieder da. Tja, und dann haben wir halt das, was passiert ist. Wir haben uns einfach zu weit zurückfallen lassen, sind nicht konsequent in die Zweikämpfe gegangen.
Und ja, der eine Innenverteidiger hier ist nicht richtig zu Mandzukic aufgegangen. Ich weiß nicht, er hebt dann noch die Hand, geht dann aber irgendwie weg von Mandzukic. Das Verhalten kann ich gerade überhaupt nicht verstehen. Vielleicht hat er sich einfach nicht getraut. War das Strauß gewesen? Eigentlich der Top-Innenverteidiger. Ganz komische Aktion, aber da konnte Mandzukic dann einfach mal ein bisschen drauf gehen. Und 2:1. Gut, wir sind jetzt schon eine Stunde rüber. Wenn wir jetzt nichts Großartiges verkehrt machen, dann halten wir auf jeden Fall den Sieg zu Hause sicher. Miranda wollte jetzt natürlich des Öfteren hier nochmal versuchen, konnte sich auch hier gut durchsetzen. Der kleine Mann, aber dann nachher gegen Buffon im Zweikampf sah er dann wieder nicht so gut aus. Da fehlt ihm halt einfach noch die Erfahrung. Ja, und wir wechseln auch mal aus. Gabriel Miranda geht jetzt, hat recht gut gespielt, hat ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Und ich werde mal was machen, was versuchen hier Kevin Volland auf die MS-Position zu setzen. Die kann er nämlich auch ganz gut spielen. Mal sehen, wie sich unser Neuzugang auf dieser Position mal präsentiert. Und da ist er auch gleich in der Möglichkeit. Wir setzen uns das Ding mal ein bisschen weiter nach vorne. Wow! Und dann wollte er es elegant machen, anstatt mit voller Granatenschlechtigkeit raufzuziehen. Aber so einen kleinen angeschnittenen Schuss, der nicht viel Bums hinter hat, den kann ein Buffon da auf jeden Fall nochmal abwehren. Jetzt hier nochmal auch die Schussstatistik mal. Oh, da haben sie die eigenen Jungs ein bisschen verhadert. Das ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Wir sehen Yusuf Paulsen, aber der kommt dann nicht mehr ran. Das war zu steil. Selbst für einen Yusuf Paulsen. So, Mandzukic soll gehen und für ihn kommt Simon Sasa. So, jetzt nochmal hier die Möglichkeit. Traoré, aber ach, was war das denn schon wieder gewesen? Eigentlich richtig gutes Zusammenspiel zwischen Kevin Volland gerade und Traoré. Ah, das wird nichts. Ekdal kommt nicht richtig ran. Hummels kann den Ball dort rechtzeitig abwehren. Und jetzt sind wir doch ganz schön weit vorne. Oh, jetzt Traoré. Und dann ist das Ding drin. Diesmal wusste Traoré, den muss ich abgeben. Kevin stand dort einfach ganz alleine, nicht im Abseits. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob das funktionieren würde. Aber war wohl alles ganz gut. Wie er sich da gegen Mats Hummels durchgesetzt hat, ja, nee. Also Kevin stand dort auf jeden Fall nicht im Abseits. Und dann wollten wir das Ding einfach sicher nach Hause bringen. Hier schön rein. Ja, dann im Zweikampf konnte Buffon halt nichts mehr machen. Und der gute Kevin durfte auch mal hier richtig ran. Traoré hoffentlich auch zufrieden. Ja, und für Kevin ist es sein zweites Tor in der Champions League. Wir haben 87 Minuten schon hinter uns. 3 Minuten sind regulär noch zu spielen. Und wir haben noch einmal ganz kurz ausgewechselt. Für Leitner ist unser guter Junge Prestes gekommen. Den habe ich mal auf die ZOM-Position rübergesetzt, also ein bisschen an der Formation noch geändert. Hier gehen wir nochmal gut in den Zweikampf. Kann sich, ja, Kevin kann sich jetzt bedanken. Prest! Oh, da wird er behandelt. Da wird er gehandelt. Nein, da wird er festgehalten und kann sich da nicht durchsetzen. Meine Güte, das wäre nochmal geil. Gerade eingelaufen, ja, und schon ein Tor. Aber da sagt der gute Torwart halt einfach, nö, ist nicht. Hier wird jetzt erstmal auf Vorteil für Juventus gesetzt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, und da, die sind auch schon gleich mal rum. Und wir gewinnen zu Hause gegen Juventus Turin 3:1. War ein Top-Spiel gewesen. Mit dem, was wir auflaufen haben, haben wir richtig gut gespielt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wie gesagt, ich würde mir gerne Feedback noch von euch wünschen, wie ihr die neuen Scoreboards und das neue Pop-Up findet. Na klar, sind einzelne Dinge immer noch von EA. Aber sagt mal, wie ihr das so findet. Und ich finde Feedback, wie gesagt, immer geil. Also, bis dahin. 9,0. Oh, Bewertungen sind ja richtig gut geworden. Gucken wir mal. Traoré wurde sogar Spieler des Tages mit 9,0. Also, was wollen wir mehr? Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein.